Ja, also bei mir über die Zeit im Fußball hat sich natürlich viel an alten Sportsachen angehäuft. Viele Klamotten, viele Schalke-Sachen auch, zwei, drei Trikots reingepackt, ältere Fußballschuhe, Laufschuhe und ich hoffe, dass die Leute Spaß damit haben. Wir sind hier im Spendenlager der Kumpelkiste. Die Kisten werden hier aussortiert, eingeräumt, wird geschaut, was alles drin ist und dann natürlich wieder versandfertig eingepackt. Das habe ich mir aber auch gedacht, ein bisschen davor mal. Mein Herz schlug als kleiner Bub schon immer für Schalke 04, weil es einfach dazugehört, Schalker zu sein. Je schöner der Abend, wenn man hört und sieht, aha, es war ein Erfolg, sie haben gewonnen. Nicht? So schlich unser Herz für Schalke 04. War wirklich sehr, sehr beeindruckend. Haben erzählt, dass sie sich einmal in der Woche zu so einer sogenannten Diskussionsrunde treffen. Und man hat auch gerade eben schon im Ansatz gemerkt, wie das normalerweise abläuft. Und ja, alles schon unglaublich, auch was sie schon miterlebt haben. Einer hat es nicht lassen können, von der Meisterschaft zu sprechen. 50 Jahre keine Meisterschaft mehr erlebt. Als ich die letzte erlebt habe, war ich 22 Jahre. Ja, er hat halt schon die letzte noch live miterlebt. Und ja, ist wirklich unglaublich, was auch selbst in dem Alter noch Schalke auslösen kann. Leben lang, das steht auch hier drauf, das muss ich auch bestätigen. Also ich glaube, den Spruch verkörpern sie wie kein anderer. Und wie gesagt, ich bin mittlerweile 88 Jahre und Sie sehen, ich gehöre ja auch zur Fangruppe noch mit. Meine Frau wird im wenigen Tag, beziehungsweise im nächsten Monat, im November, 90 Jahre alt, ist unser Maskottchen. Na, wann ist das Spiel? Wann spielt Schalke? Wann spielt, weißt du, wann Schalke? Und ich muss da sowieso immer fragen. Nee, muss er warten, bis Sonntagabend ist das letzte Spiel. Aber wir leben noch dafür. Wir leben noch für Schalke. Ja.